Wunderbar. Super, klasse. Immer wieder im richtigen Moment wieder weg. Da sind wir wieder. Natürlich im besten Moment wieder hat die Telekom gesagt, das können wir immer nicht. Super. Super, ich dachte, das wäre gefixt von der Seite der Telekom, aber anscheinend nicht. Ne? Super. Da hat sie Harald aus dem Leben gepfeffert. So, wir probieren es jetzt. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Sonst haben wir ein dickes Problemo. Ach, ich liebe die Telekom. Aber bitte Liebe an die Telekom da lassen. So. Kleine RP-Flucht. Ich hoffe, das passiert jetzt erstmal nicht nochmal. Sonst haben wir natürlich ein dickes Problem. Ist das Punkt 23 Uhr passiert eigentlich? Wann ist das passiert? Die Frage ist, und wann ist das gestern passiert? Dann könnte man vielleicht gucken, ob da vielleicht was an der Uhrzeit hängt, ob die dann... Also muss da irgendwie... Ich verstehe es nicht, ne? Dann mache ich den Ruder wieder rein und raus. Und dann geht's wieder. Und rein, ab in die Prügelei. Okay, Kopfschmerzen? Ja, schon irgendwie. Was ist schon hier in meiner Abwesenheit passiert? Harald! Ja, sei leise, Harald! 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 Was ist passiert? Also... Oh, das hat eh was... Also hat sie verdient, aber... Ukulele und Lemmy haben sich gehauen und dann hat Opa Ukulele K.O. gehauen und jetzt streiten sich Beans und Opa, weil Opa Beans wohl irgendwie umgefahren hat und... Ja. Ich kann nicht mehr. Das ist so brutale Sache jetzt, oder wie? Ich verstehe es nicht. Ja. Also geht's dir gut, Harry? Ja, mir geht's gut, aber euch anscheinend nicht, oder zumindest denen nicht. Die haben dich aber ein bisschen erwischt, ne? Ja, ich bin aus dem Leben geflogen. Ja. Ich möchte weg, Harry. Wo sind die denn eigentlich? Lami hat Ukulele geschlagen. Ukulele hat Lami geschlagen. Und ich hab dann Ukulele aus dem... Ja. Ja, ne? Meine Faust ist hart, sag ich an der Stelle. Dann war das ja dieselbe Uhrzeit. Ein Schlag hat genügt vom Opa. Weil ich muss jetzt zu Zentin, ne? Ich verkaufe jetzt mein Motorrad. Echt? Wieso das denn? Weil Legolas das haben wollte unbedingt, ne? Echt jetzt? Ich benutze das nicht so... Jetzt bin ich bin ja ein netter Chef, ne? Wo man ist muss denn auch die Natur, ne? Ja, die ist weg. Ah, die ist weg. Aber nee. Haut die denn einfach ab? Ich wollte mit der noch reden. Ruf sie doch an. Wolltest du nicht mit der singen? Enviro! Holen unser Riff, können wir zu Zenti fahren? Also, ja, ich muss mich noch... Warte, ich muss zu Lami mal kurz noch. Ist ja, wo ist Lami eigentlich? Ich glaube, der ist... Aufsetzen und gut, wenn sie jetzt die Leute zugucken, weil ich würde mir natürlich die Brust auch gerne mal kurz anprobieren. Ja, alles gut. Ach, meine Güte. Dann einmal kurz den Pullover nach oben ziehen. Ja, zieh dir, was ist denn los? Dankeschön. Ich weiß es doch auch nicht. Scheiße. Halt. Okay, hier sind... Ja, sehen Sie es hier vorne, ja, da bildet sich sozusagen schon gerade ein blauer Fleck. Oh, ja? Ja, der wird jetzt, dasselbe auch hier einfach einmal kühlen nachher. Kurz weg, alles explodiert währenddessen. Und hier trage ich aber mal schnell meine Schuhe. Apropos explodiert. Ja, klar. Moment, ich hole die kurz mal aus dem Rucksack. Ich kenne ja das wahrscheinlich das übliche Wort, da reden, das kühlt ein bisschen. Das ist passiert, wenn ich gleich nochmal anrufen. Ja. Und ich reibe das gleich ein bisschen ein, dann... Den habe ich mit. Theoretisch könnte es auch herkommen. An sich jetzt, wenn sie dann so tief einatmen, da piekt und sticht jetzt aber nichts. Nee, also nee nein, das, okay. Das geht. Ja, der
Klassiker, falls jetzt nochmal schlimmere Kopfschmerzen kommen sollten oder der Schwindel, die Übelkeit größer werden sollte oder halt so, wir haben so viel das, was ich gerade erzählt habe, das Atmen, so als wenn da jemand auf ihrer Brust sitzt oder so, dann bitte um. Ach, die Alte hat mir so eine Gefäße, glaubst du? Ja, ja da, die hat ja aber auch, naja, der Binz, ja. Ne? Weißt du noch, wo ich den Binz mit einem Auto überfahren habe? Ja. Der Binz, der ist ganz respektlos zu mir. Ja, der ist auch zu mir respektlos. Und ich würde ihm gerne eine jetzt auswischen, dann geht's so nicht. Verpasse ich meine. Ich würde ihn gerne. Ihm gerne, dass er Respekt auch vor allen anderen Menschen hat. Ja, ja, eben, das hat er nämlich nicht. Und dann hat es ja nicht. Ich glaube, das muss man ihm mal beibringen. Und ich glaube, da sollten wir einen kleinen Ausflug mit ihm machen. Du willst ihn entführen? Nein, so würde ich das ja nicht nennen, Ari. Wir machen einen kleinen Ausflug mit ihm. Findest du nicht gut? Ja, doch. Irgendwann wird er in einem Taxi sitzen. Ja, Akakiro, das könnte ich mal probieren. Ja. Ich probiere das mal morgen. Sonst kriegen die netten Anruf. Ja, aber die sagt, aber du das geht so nicht mehr weiter. Der will Geld von mir haben. Ne? Wie, was, stopp? Der hat mir jetzt schon gedroht. Hat gesagt, ich soll eigentlich werden da $10,000, die er gerne haben würde. Ja, da kann uns mal am Arsch lecken. Ne? Und er würde ja, wenn ich das in der Woche nicht wiedergebe, dann würde er sich das anders holen. Ne? Ach, das. Also, da musst du dem das auch sagen. Das war der Schlussstrich, weißt du? Das glaube ich. Ja, und jetzt ist vorbei, Harry. Alle Leute um mich herum werden ihn verprügeln. Ach, bleib doch mal ruhig, so nichts passiert. Ja. Aber den Kollegen hat mich geschlagen. Ja, ich hab's gehört. Hast du gesehen? Diese Gewalt, Eddie, ich möchte die Freundschaft beenden. Wo ist sie denn eigentlich? Da hinten am Auto. Hast du wirklich? Ja. Was ist denn jetzt los? Hallöchen. 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 Warte, ich komm einmal rum. Was ist denn passiert hier? Eine Schlägerei. Ja. Eine Schlägerei. Oh ja. Weißt du, wer die ist, ne? Abend. Hallo. Warte mal, ich drück dir mal ein bisschen Geld in die Hand, ne? Hast du das jetzt mitgenommen? Ja, natürlich. Das ist aber nicht gut. Hier, bitte. Ja, hier, bitte. Ach, du Scheiße. Ja. Da muss ich ja gleich einen Koffer aufmachen, ne? Ja, besser ist. Das Komische ist, es dürfte ja eigentlich nicht in der Leitung dir, liegen, ne? Mit der Telekom, ja, weil dann, ne? Sobald ich es wieder reinstecke, den Router, dann geht das ja wieder, ne? Aber ganz komisch. Cool. Ja. Dann. Super. Wir haben die ganzen Fahrten verpasst. Ja, dann fahren wir jetzt. Hey, jetzt haben wir keine. Also ich finde, von Ukulele werde ich mich erstmal distanzieren. Ja, aber ihr versteht mich, oder? Die Pascal haut mich in der Pfanne vor die Gangster. Wie kann denn das sein, dass sie einfach ihren Chef haut? Ja, und mich. Pascal hat mich beschuldigt, dass ich aggressiv bin, aber Ukulele hat angefangen. Ich weiß zwar nicht mehr, was sie gesagt hat, aber... Elva, warum habe ich zugeschlagen, weißt du das, ne? Nein, ich habe keine Ahnung. Ja, doch, wahrscheinlich, weil sie mich gehauen hat, nicht wahr? Nee, also hätte ich auch gemacht, ich dachte, das wäre der Grund gewesen. Hätte ich ehrenhaft gewesen von dir. Hatte ich auch gemacht. Aber sie hat nochmal irgendwas zu mir gesagt. Sie hat mich auch nochmal beleidigt. Ja, also, Lame, ich finde, das geht. Sie muss. Ist sie noch im Unternehmen? Ja. Da würde ich mir mal überlegen, eine kleine Auszeit. Ich finde das komisch, dass Pascal jetzt nicht zu mir steht. Er hat gesagt, was macht ihr denn? Ja, der steht immer hinter Ukulele. Nee, da müssen wir jetzt reden. Und ich muss Hallo. Ja, jetzt, das geht nicht. Macht Blockade. Scheiße, ich werde fast überfahren worden. Ja, jetzt passt doch mal auf. Was ist denn mit euch jetzt? Ich sehe euch gleich. Ich sehe euch gleich noch sterben. War das Mustafa? Also Ukulele ist eine gewalttätige Frau, die hat das nicht das erste Mal sie geschlagen hat, ne? Ich will jetzt mit der reden und mit Pascal. Und wir gehen ihn. Oh, Pascal an. Der ist doch da. Der ist ja da. Also Pascal, was ist das jetzt von dir? Naja, nicht so wirklich. Was hast du denn gemacht? Naja, du hast mich erstmal beschuldigt und da bin ich ein bisschen enttäuscht. Was heißt denn einfach gehauen? Hast du gesehen, was passiert ist so? Nee, aber du kannst doch trotzdem nicht einfach sie schlagen. Warum nicht? Jemand schlägt doch keine Leute, was ist denn mit euch? Ja, richtig. Selbstverteidigung. Man schlägt keine Leute. Warum hat sie Harald geschlagen? Warum hat sie Harald geschlagen? Das habe ich nicht gesehen. Doch, Pascal. Da machst du die Augen zu, Pascal. Da machst du die Augen zu. Ich bin doch eben erst dazugekommen. Ja, aber dann kannst du mich auch nicht beschuldigen. Das habe ich aber gesehen. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich habe gesehen, wie du sie gehauen hast. Dann hat sie zurückgehauen. Dann kam Opa Jo von der Seite und hat sie ganz umgehauen. Oh, gut, sie hat dich auf jeden Fall beleidigt. Oh, sie hat dich doch nicht beleidigt. Sie hat gesagt, natürlich hat sie mich beleidigt. Pascal, du stehst immer hinter dieser rothaarigen Hexe. Das geht mal so auf den Sack. Das ist das allererste Mal, dass überhaupt irgendwie sowas ist. Als ich schon mal K.O. geschlagen wurde von ihr, hast du auch hinter ihr gestanden. Wie ist das schon mal passiert, oder was? Wo du uns stundenlang mit Schneebällen massakriert hast. Und ach, das war ein Schneeball, das war kein Schlag. Mit Kindern Kinderspiel mit Schneebällen. Das kannst du jetzt nicht abstreiten. Geh mir aus meinem Gesicht. Aber nee, ich mach die Drecksfirma zu, mir reicht's. Macht eure eigene Drecksfirma. Weißt du, und Ukulele, die wird noch ein Nachspiel haben. Ja, ich dachte, wir haben daraus gelernt. Wirklich, ihr seid wirklich. Ihr seid keine Familie mehr für mich. Guter Abgang. Ja, lass gehen jetzt. Das muss erstmal sacken wie ein guter Van. Ja, und dann. Ich war nicht. Ja. Wo ist Opa und so? Weiß ich nicht. Also, nee, also das ist. Nee. Aber Opa, Okolele, die macht mich aggressiv. Wo ist die denn? Da ist mir jetzt. Ach. Die war doch gerade noch hier. Ich würde die gerne umhauen, kleiner Spaß. Nein, aber ja. Pascal hat gesagt, ich habe die einfach so geschlagen. Nein, die hat mich provoziert, die hat mich provoziert. Ach, die ist wirklich... Naja. Die hat gesagt, glaube ich, ich provoziere, dann habe ich die geschlagen. Aber hast du gesehen, wie sie mich vor der Menge bloßgestellt hat? Die hat gesagt, ich hätte sie beleidigt und so eine Scheiße hat sie gesagt. Ne? Hat sie bei mir auch. Und dann kam anscheinend Opa der Retter, ne, und bam, jo. Ja. Und das nächste Mal kommt ein Stich. Wer ist am Apparat? Hallo? Ein Cheeseburger, bitte. Ein Cheeseburger, bitte. Danke fürs Follow. Scheiße, nee, Lamia, ist für mich ein Problem. Hat nicht geht. Also, warum siehst du auch? Das ist ehrlich Geburtstag und die ist so aggressiv, also. Nee. Wo ist die denn jetzt? Ich würde gerne nochmal. Alter, das ist ja ein anderes andere. Wollen wir mal hin? Nee. Gut. Also, ja. Ja, so, Ami, da wirst du geschlagen. Ich hab mit Dina Turner nie gesprochen. Warum gucken die denn immer, wenn ihr ein fucking Taxi vorbeifährt? Ich habe. Ja. Hab ich schon Eiskalisto gesagt, danke? Oder bin ich jetzt dement? Ja. Auf jeden Fall danke, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Achtung, ja. Der hat einen Platten. Ja. Und so. Wo war ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt war. Ja, Dina Turner. Ja. Ich habe ein Gespräch mit Dina Turner und die müssen sich alle einmischen. Wer hat sich denn eingemischt? Ja, die alle. Und die Okolele. Ja, aber die hat dich doch auch geschlagen einfach, ja, natürlich. Oder? Ich frage ja keine Frauen, weißt du, weil ich ja ein Mann nein, von ihr also, bin. Ich mach das auch nicht gerne. Aber als Selbstverteidigung muss man manchmal... Richtig. Da verstehe ich dich schon, also das kann ich schon... Natürlich, aber ich finde, als Selbstverteidigung kannst du das ja nicht gefallen lassen. Du hast mich auch verteidigt, ne? Beim ersten Mal. Natürlich. Warum sind wir jetzt wieder hier? Wo ist die denn? Dass wir hier auch noch nicht rausgeschmissen wurden. Ach, die gehen da jetzt alle. Ach, dann können wir auch wieder fahren. Aber dass der Pascal nicht zu uns hält, das macht mich so traurig. Ja. Das macht mich sehr traurig. Für mich war die Beziehung einfach nicht genug. Ich habe Hannah nochmal gefragt, warum sie Schluss gemacht hat, weil ich es vergessen habe. Für mich war die Beziehung einfach nicht genug. Ja, da müsst ihr jetzt noch drüber diskutieren über so eine Scheiße. Nee, mich hat's nur interessiert, ne, weil ich es nie verstanden habe. Hey, Lami, wer hat mein Taxi genommen? Kann er nur einer von unseren Leuten gewesen sein? Weiß ich nicht, das muss ihr dann hier rumfahren wahrscheinlich. Welches hattest du denn? Ich hatte den Kastenwagen. Ich glaube, Opa ist eingestiegen. Also, jetzt klaut ihr eine Leute schon den Taxis unter dem Arsch weg. Ja, ja, das ist normal. Achso, das ist euer Taxi da hinten, ne? Ja.
Verdammt, dann kann ich das ja nicht klauen. Wir können euch ja zur Zentrale bringen, wenn ihr wollt. Das stimmt, ja. Die kann ich auch machen, wie ihr wollt. Wo ist denn Ava? Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Bei den Affen. Yeah. Ja, der kann ja ihr Taxi hier, also das ist ja. Ja, aber beschwer dich bei ihm. Ja, ja, mach ich jetzt. Oder? Hier gehe ich auch nie wieder essen. Das sagst du auch immer. Yes. Also Pascal geht nicht ran. Ja, vielleicht ist es besser. Der verrät uns nämlich alle. Ja, ja, das ist klar, das ist klar. Also das Taxi war definitiv abgeschlossen. Der Mitarbeiter haben eine Schlüsselkarte. Ja, 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 nee, nee, klar, deswegen. Also ich wollte nur sagen, es kann kein Fremder gewesen sein. Nee, Motor war auch nee, aus. Ich hab die gesehen, die sind da eingestiegen. Ne? Ich würde sehr gerne mit Ukulele reden. Ja, ich auch. Warum also was da? Heißt reden? Ich will es erstmal fragen. Also. Ach, guck mal, Anna. Ja, das ist falsch. Das ist dein Taxi, also. Nee, es ist falsch. Ich hab den Kastenwagen. Super. Spitze. Was geht jetzt ab hier? Ich suche mein Taxi. Ja, dann hol dir doch einfach ein neues, mein Gott. Achso, ja, ich dachte. Achso, ja, dann soll, ja. Ich soll einfach ein neues nehmen und wieder machen. Ja, ja. Noch genug. Ja, gut, okay. Super. Nun ja. Ja. Ich ruf die Alte jetzt unbekannt an. Ja, 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 ruf die. Nee, ruf du die mal unbekannt an. Ich muss damit mich mal. Weißt du, und was machen wir? Ja, die soll mal mit uns reden. Und wo? Hier. Yeah. Ölfelder, ja. Du Spinnst, übertreib es jetzt nicht. Du kannst auch mit der normalen Nummer anrufen, ist auch egal. Er hat mich weggedrückt. Ja, dann würde ich sie mal erstmal aus dem Unternehmen reißen. Guck mal, dann würde ich sie jetzt kurzfristig. Ja, nee, du. Nee. Also, weil du jetzt wirklich übertreiben. Warum? Die hat dich geschlagen, die hat mich geschlagen. Die hat mich geschlagen, die hat dich geschlagen. Das ist ja wohl genug Grund, hier aus. Jemand, ich hoffe, mich hört. Ja, dann werde ich sie kündigen, ja. Schade. Da hast du ja das gehört. Ich hoffe. Ja, da ist wieder ein Platz frei geworden gerade. Jetzt tu doch die Schusswaffe. Du kannst ihn hier nicht umbringen, alter Sprache. Ich bin im Flug. Hey, das ist ein Tennisspielerin, glaube ich. Wer ist denn das? Also, ich sehe es auch. Oh, ja. Hallo, Mr. Street. Mit dem will ich auch mal reden. Na gut, wir reden auf der Straße. Lamm ist Salat. Was hast du Salat gesagt? Ja, Lamm ist Salat. Scheiße, nee. Das ist aber ein Scheiß jetzt. Reden wir nicht mit Pascal? Mhm. Aber guck mal, also, da bin ich am meisten enttäuscht. Ein Ukulele, okay, wirklich, die übertreibt, die ist aggressiv. Aber Pascal, der kann hier doch nicht. Vor allem, er war nicht dabei und dann sagte Lami, du bist schuld, Lami, du bist schuld. Er war gar nicht dabei. Du kannst hier kurz warten, da komme ich raus. Er macht Trugschlüsse, ohne etwas zu wissen auch. Und deswegen werden wir mit ihm reden. Reden. Nicht, dass er sich jetzt aufs Moped schwingt.
Ja, stell dir mal vor, jetzt haben wir hier wieder eine Streitsituation. Gleich ist wieder jemand tot, das wäre nicht gut. Boah, ich hab doch immer nur so eine Fresse, weißt du, so einen blauen Fleck jetzt in der Backe. Hätte ordentlich mir einer reingefefert, das glaubst du gar nicht. Mein Gott, kann er jetzt stehen bleiben? Nun stoppe doch! Nun stoppe der Herr, nun stoppe der Herr. Die Kündigung ist nicht mehr weit entfernt. Mein Gott. War der gut? Ja, nimm mal da. Alter. Ja, jetzt riecht er den Tier, ich hab ein Labyrinth. Hallo? Ja, ich will ins Krankenhaus. Nee. Wie nee? Warum doch, Katie ist da. Ja, weil Katie da ist. Ja, hat sie verdient. Warum das denn? Also erstickt an ihrem Blut. Ja, was weiß ich. Auf jeden Fall ist sie jetzt ins Krankenhaus, weil ihr es nicht gut geht. Ja, weil die, wie nennt man das? Die, weil die blöd ist. Nee, die also, Schauspieler da. Ja, die eben. Mei. Er ist sauer. Halt das nicht gut. Du bist auf der falschen Seite. Opa, was ist? Was soll das denn jetzt hier, Ari? Ja, aber ich hab gefragt, was ist? Harald, wir müssen uns sehen, wie jetzt. Ja, warte. Ja, die Ukulele ist im Krankenhaus, Opa. Ich weiß, sie ist hier vor dem... Du, warum wartest du auf Ukulele? Die ist die letzte Frau auf Erden. Ach, ja, aber deswegen kann man doch trotzdem auf sie warten. Die hat mich geschlagen und du stehst hinter Frau Ukulele. Also, der nächste, der raus ist. Oh Gott. Oh Mann, bin ich freaky drauf, Alter. Einen kleinen Klapser geben, weißt du. Lieber Postfrosch, danke schön. Ja, was machst du denn jetzt? Wir kommen jetzt auch irgendwo hin. Ja, ich sitze hier. Ja. Und die kommt hoffentlich jetzt gleich raus. Ja, ich warte ganz sicher nicht auf die. Das kann ich dir schon mal sagen. Kommt das denn nicht? Weil das eine blöde Sau ist. Ja, die ist so nett. Also ich würde schon das ist keine reden, gut. Wer sagt, dass die nett ist? Wir kommen, tschüss. Gut. Ja. Wer sagt, dass die nett ist? Opa, der liebt die. Ja, aber der hat die doch ungehauen. Ich verstehe es auch nicht. Ach, ich bin so traurig. Weswegen? Wegen Ukulele? Ja. Yeah. Warum? Ja, weil es eine blöde Alte ist. Die hat mich schon so oft geschlagen, weil sie ihre Griffel nicht im Griff hat. Eigentlich müsste man die echt kündigen, also langsam reicht's. Und ich kann dir sagen, natürlich, ich schlage nicht schnell zurück, aber sie hat mich so provoziert. Mein Kopf ist übergekocht. Ich war bei 100 Grad, dann hat es angefangen zu kochen und dann ist es übergeschwitzt. Ja, also, was soll ich da sagen? Ich bin höchst enttäuscht. Ich hoffe, die hat jetzt eine Hirnblutung. Waffen distanzieren. Das war ein Witz, mein ja, Gott, ich weiß, ein kleiner Humor, gut. Mein Gott, also bitte. Ich weiß doch, dass du das nicht hoffen willst. Bin ich im Gegenverkehr? Dass du das nicht. Nicht so meint, ne? Dürfen hier parken, ja, ne? Ja. Okay. Da ist sie. Ach, guck mal, die hässliche Art, ey. Wen haben wir denn da? Hallöchen, Harald. Naja. Hallöchen. Das kannst du dir jetzt sparen. Was kann ich mir jetzt sparen? Jetzt seid mal ganz ruhig. Eine Sache will ich kurz wissen. Warum haben wir jetzt gerade gestritten? Weil ich weiß das nicht mehr. Weil du ein bisschen provoziert hast, Lami, und dann hast du angefangen, mich zu schlagen. Ja, das stimmt. Das kann so nicht sein. Das glaube ich ja, nicht. Ja, also vielleicht habe ich eventuell bei Harald angefangen. Du hast gesagt, dass du die ganze Zeit provozierst und dann hast du auf heiteren Himmel angefangen, mich zu schlagen. Aber weil ich wahrscheinlich nicht provoziere und deswegen gedacht habe, warum denn ich jetzt? Du hast die ganze Zeit gesagt, ja, dann prügelt euch doch endlich, prügelt euch. Ja und? Und das ist provozieren? Das ist ein Schlag, Rechtfertigung. Oh nee, das... Harald, ich habe versucht, deine Ehre zu verteidigen. Ah, die Humpel, die blöde Sau. Sag drauf, guck mal, das ist Karma, mein Fräulein. Hol ihn unser Riverschein nur! Ah, ja. Harald! So. Ich hab die gebrochene Nase. Ja. Harry, ich hab die Natöne gefunden.
Oh, ich hab jetzt die blöde. Guck mal, die ist kaputt, die ist kaputt. Die humpelt schon, weißt du? Ja, weil wer wenn mit den Donnies, weißt du, dann regnet die Blitze vom Gott. Oh, hier seid ihr ja. Mit den Johnny. Also, tut mir leid. Wolltest du nicht ein Duett mit dir machen? Oh, Kollege, wie du mich auch da bloßgestellt hast von der Gruppe, das geht nicht. Du hast mir Wörter in den Mund gelegt, die ich nicht gesagt habe. Ich hab dir überhaupt gar keine Wörter in den Mund gelegt. Doch, das weißt du selber. Nein, was hab ich denn gesagt? Was hab ich dir dann für Wörter in den Mund gelegt? Ich weiß es auch genau. Du hast gesagt, dass Haralds Mutter fett ist, hast du gesagt. Ich hab nicht gesagt, dass Haralds Mutter fett ist. Und schlagen geht nicht, oh, Kollege, man schlägt sich nicht. Man schlägt sich nicht. Aber nicht im MD. Und schon gar nicht den Don. Ach komm, der Don, bitte. Und da würde ich eine aufrichtige Entschuldigung. Wofür? Dass du mich geschlagen hast. Ja, okay. Also ich sag mal so, ich erwarte ja, auch eine kannst Entschuldigung. Du mal bitte, ja, kannst du mal bitte kurz die Klappe halten? Scheiße, ich muss Beweisungen machen. Du mit seinem Chef? Willst du noch eine haben, oder? So, jetzt kommt's. Harald, ja? Es tut mir sehr leid, dass ich dir ins Gesicht kann ich dich auch kündigen, das reicht mir langsam. Ja. Bitteschön, ne? Ich hoffe, das reicht. Wenn ihr noch mehr braucht, es tut mir aufrichtig leid. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Ich habe versucht, deine Ehre zu verteidigen, aber du wolltest das nicht. Hatte ich es gleich noch rechtfertigen. Gut, jetzt warte ich noch auf meine Entschuldigung. Deine Entschuldigung dafür, dass du mir ins Gesicht geschlagen hast. Dafür, dass du mich falsch angeschuldigt hast? Wofür habe ich dich denn falsch angeschuldigt? Du hast gesagt, ich habe provoziert, ich habe nicht provoziert. Ich kaufe euch einen Sandkasten, Leute. So, jetzt gleich, ja. Habt euch ja lieb und jetzt war's das. Ja, wenn ich eine Entschuldigung habe. Halt die Fresse! Hey, Harald. Wir sind doch jetzt mit Bennys da, ne? Harald. Das heißt, dass diese... Ja, aber nicht mehr lang, ich will da kündigen, Opa. Achso, ja gut. Hey, ich entschuldige dich jetzt einmal. Wofür? Entschuldigung jetzt. Entschuldige ich hab dich. Doch nichts gemacht. Entschuldige dich jetzt. Entschuldige dich, rothaariges Monster. Hallo, das geht so weit. Das geht mir nicht. Aber dass sich Opa auch bei mir entschuldigt. Dafür, dass er mir die Nase gebrochen hat. Ja, das hast du verdient. Entschuldigung. Was hab ich? Oh Mann, bin ich freaky drauf, Alter. Ich will eine Entschuldigung. Ab Punkt. So, weißt du? So, das hast du gehört, Alter. Das hast du jetzt alle gehört, hier. Das haben wir gehört. Jetzt reicht's mir. Dass du halt noch mal schlagen würdest. Mhm. Ja, Labi, es tut mir leid, dass ich dir mehrfach in die Fresse geboxt habe. Ja. Harald ist einfach ein Arsch, so. Bitte? Willst du deine Frau? So. Ja. Jetzt schlagt euch doch. Man, wir sind im MD. Sie hat mich, geschlagen, jetzt bin ich der Arsch, weißt du? Muss das provozieren? Das ist schon ein die können ja immer noch selber, naja, die können ja immer noch selber entscheiden, ob sie sie schlagen. Die müssen jetzt nicht auf mich hören. Ich finde nicht, dass das provozierend ist. Naja, wenn man, wenn da sowieso schon Stimmung wie im Häckselkessel ist, dann muss man nicht noch Benzin reingeben. Ja, dann muss man auch nicht, Haben wir's jetzt? Ukulele reinkippen. Ja, jetzt will ich, jetzt will ich aber auch eine Entschuldigung von Harald, dass er mir die Nase gebrochen hat. Die ist schief. Ja, natürlich ist die jetzt schief. Die war auch schon schief. Die war vorher gerade, ich hatte ein makelloses Gesicht. Naja. Oh, das klingt gut, Mann. Alter, also, muss ich jetzt, also. Fang du jetzt nicht auch gut an. Ich muss jetzt ehrlich sagen, das geht jetzt auch ein bisschen zu weit jetzt hier, ne? Ich finde. Harald. Harald, was sagst du? Lockern sind scheiße. Harald, hast du sie jetzt beleidigt? Oder hast du das wieder erfunden? Habe ich jetzt schon wieder? Ja, da kommt wieder die, ne? Das hat sie wahrscheinlich was wieder erfunden, gesagt? Oder? Ja, bitte? Wer hat gesagt, Locken sind scheiße? Ich hab das gesagt. Ja. Locken sind nicht scheiße. Hab ich auch nicht gesagt. Warum humpeln sie? Ich hab das gesagt, das Welli. Jo. Hat ich das für eine blöde Kuh? Die haben das nicht geglaubt. Das ist Dina Döner. Ja, ich weiß. Hat sie aber so gehen lassen. Das ist keine blöde Kuh. Doch, mittlerweile schon. Die sind so in die Jahre gekommen, deswegen. Jetzt beruhigen wir uns alle. Ja. Opa, Opa, und warum jetzt feiern wir erstmal unsere Wiederkündigung, würde ich sagen. Ja, gebrochen. Oh, da habe ich aber noch einen harten Schlag, ne? Naja, wenn man von der Seite wie eine Frage Sau zuschlägt. Ach, von der Seite? Also schlimm ist er von hinten, ne? Ja, wie mich.
O'Grady, ne? Wenn man einfach seinen Chef haut. Also ich weiß ja nicht, was, ja, was mit dir los ist, Abend, ne? Aber du solltest mal zum Arzt gehen, zum Doktor, weißt du. Die ist wirklich aggressiv. Ja, hochaggressiv. Und Pascal glaubt das nicht. Nein, du hast mich nicht verteidigt, du hast mir in die Fresse gehauen. Ich habe dich davor die ganze Zeit verteidigt. Ava hat heute Geburtstag. Ich habe dich die ganze Zeit vor der komischen Schreckschraube in Schutz genommen. Warum warst du mir dann in die Fresse? Weil du manchmal ein kleines Arschloch bist. Ach, jetzt bin ich's, ne? Ich sag ja nicht, dass ich nicht manchmal eventuell vielleicht mich im Ton vergreife. Ach, in der Faust manchmal aber auch. Ukulele, ein bisschen mehr Respekt, ne? Sonst geht das ganz böse aus. Hm? Landest du noch auf den Ölfeldern? Da. Ach, Lami, bitte, du und welche Armee? Ja, was ist denn? Bitte was? Naja. Ich würde dir raten, nicht so eine große Fresse zu haben. Ach komm, bitte, du weißt, dass ich was habe, was du brauchst. Oh. Was denn? Ja, du weißt schon ganz genau. Nö, ich weiß nicht, was du meinst. Meinst du diese billigen Evan-Infos? Ich habe daran überhaupt kein Interesse mehr, ne? Die Evan-Infos? Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Brauche ich nicht die Scheiße. Ich will da nicht mit drin hängen. Ich weiß ich Bescheid. Also ein bisschen netter sein, ne? Ein bisschen netter. Ich bin liebevoll zu dir. Das ist der Beef, den wir wollen. Komm. Liebevoll fühlt sich anders an. Ich nehme dich immer und überall in Schutz. Ja, bitte? Bitte? Ja, natürlich. Das habe ich noch nie erlebt. Du hast ihn in die Fresse geschlagen. Das verstehe ich unter Schutz nehmen. Das war, weil Lami ein bisschen frech geworden ist. Und das weil er mich nicht. Du hast mich angefangen zu schlagen, Lami. Ja, weißt du warum? Weißt du warum? Ihr sagt, dass ich produziere, ich habe nichts gemacht. Nichts. Ach so, also ist die Frau alleine wütend auf Harald geworden, oder was? Willst du sagen, ich habe die Frau jetzt wütend auf Harald gemacht? Ja, schon so ein bisschen, was die Menge schon angeschaut. Oh mein Gott. Naja, da muss ich, Ukulele ja... Warum kann man mir nicht mehr helfen? Recht geben. Das ist der Dank dafür, dass ich dich in Schutz genommen habe, Harald. Naja, du hast mir auch in die Fresse geschlagen, Ukulele. Ich glaube, ich spinne. Verkaufen. Ich will mal größere Sachen verkaufen. Die spielen alle verrückt. Die sind alle, also wirklich. Noch nicht. Was ist denn jetzt? Es ist schön, dass wir noch zusammenhalten. Gut, danke, schön, dass du mich auch verteidigt hast vor der Truppe und gesagt hast, dass ich Sachen gesagt habe. Ja, ich hab dich in was hab ich? Wer? Ja, du. Die hat ja schon recht bei einer Sache, oder? Nein, jetzt so. Bei welcher Sache? Ja, dass du die Gruppe aufgestachelt hast. Ja, nicht. Natürlich, aber ist das schlimm? Naja. Ja, aber guck mal, denkst du, wenn ich da ein bisschen irgendwas, irgendwelche Scheißwörter sage, dass sie sich denken, ja geil, ich höre auf den, der hat recht. Haben sie anscheinend, weil sonst hätten sie mich nicht geschlagen. Das stimmt nicht, du hast doch auch provoziert, so. Was habe ich denn gesagt? Weiß ich doch nicht ja, mehr. Ja, nix, scheiße nämlich. Du weißt doch, dass die einfach zuschlagen. Ich hab gesagt, die sehen aus wie Tina Turner. Hat zugesagt, ja, weil die so falsch hießen. Das habe ich nie gesagt. Ja, mein Gott, als ob die das glauben. Die haben das gerade na auch ja, nicht geglaubt. Naja, darum haben sie mir eine Fresse geschlagen, ne? Naja, du hast provoziert. Ach, komm. Was ist aus Alice Taxi geworden? Ja, die ist schlimm, schlimm, schlimm. Die ist doch kein Unternehmen mehr, weißt du? Nee. Wo ist die Ärztlichkeit hin? Wo ist das Familiendasein? Wo, wo? Wo ist die Leben? Ja, es ist ein bisschen komisch zur Zeit. Früher ich weiß auch, an was das liegt. Ne, die denken, die können alle machen, was die wollen, so. Ja, finde ich auch. Niemand hat mehr Respekt. Nee, weil ich so. Das ist so. Das müssen wir ändern. Aber wie? Du hast entweder die Möglichkeit, Respekt, also du kannst nur Angst, also damit, also. Ja, ich weiß, was du meinst. Entweder nicht. Muss man ja da durchgreifen. Oder du haust dir in die Fresse. Das bringt ja nichts. Boah, ich bin so froh, ich hatte jetzt eine gebrochene Nase, das glaubst du gar nicht. Boah, wann meinst du, was ich noch für eine rechte Haken habe? Ja, klar, aber ich hab's gesehen, mein Gott. Komm, wir gehen mal zum Standback. Ja.
Ich will dich abpressen mit den Evan-Infos. Oh mein Gott. Warum sind die denn noch wichtig? Oh mein Gott. Nee, also ich hab auch, ehrlich, ich will die auch nicht haben, ne? Das interessiert mich überhaupt nicht mehr, das Thema. Wer war das? Skinner wahrscheinlich, oder? Ach so. Nee, das Evan-Thema interessiert mich überhaupt nicht mehr. Wer kommt? Hallo? Herr Skinner? Ja? Sind Sie das? Nee! Audi. Hallo, Herr Skinner! Wie geht's Ihnen? Moment. Oh, gut geht's. Ihr Auto ist so laut. Ja. Ihr Auto ist laut. Wunderbar. Ah, läuft bei euch das Geschäft, oder wie? Nee. Na, ihr fahrt euch gerade wieder selber spazieren, oder was? Naja, kann man so sagen. Naja. Kann man so oder so sehen, ne? Machen, richtig. Richtig, ja, aber richtig. Wir müssen gerade Fortbildungen machen, ne? Richtig, wir machen gerade eine Fortbildung, ne? Ja? Richtig. Ja. Wie sieht die denn aus? Anti-Haftungstraining. Richtig, Anti-Aggression. Wow, tolles Auto. Tolles Auto. Ah. Ja. Ich muss wie trotzdem mal wieder zur Werkstatt. Denn, sieht ne? irgendwie nicht mehr so, wie ich will. Oh, ja, Paloma. Müssen Sie erst aufs Gas treten, ne? Alles was? Super. Wer ist Gastredner? Was? Sie müssen erst aufs Gas treten, Herr Schiene. Ah, nee, das mache ich nicht, nein. Ich bin mal auf Klo. Ja, dann knurrt auch mal der Tiger, ne? Oh je. Alter, Herr Schiene. Eine Anspielung auf meinen Schlippi. So. Haben Sie einen Tiger-Schlippi? Leopardenmann. Was? Den hat er ja immer noch. Den hab ich immer noch. Wir müssen ihn weg. Ich verstehe nichts mehr. Ich habe einen Leopardenschlüppi, der ist von ihm. Jetzt sag nichts Falsches. Du ziehst den Schlippi von den Skinner an? Das ist. Ach, jetzt ruft er an. Oh, das ist aber nicht gut. Entschuldigt mal ganz kurz. Ja, natürlich. Ist das der Skinner da auf dem Bild? Guck mal da rechts. Ach du Scheiße. Da ist doch, da bist du. Ja, da bin ich. Ja, also, da weiß ich nicht, was ich denke. Da ist er doch. Ja, sicher. Schade, schade. Opa. Ja, die Schade. Ja, wenn das mit unserem Unternehmen zugrunde geht. Hast du dir mal angeguckt im RDP? Von einem Jahr, weißt du, wer da noch da war und wer jetzt noch da ist von denen? Ja, keiner. Keiner ist mehr da. Die einzigen, die noch da sind, sind Barbara, sind du, sind Ava, sind Lami. Ja gut, ein halber Johnny, ne? Und ich bin auch noch da, weißt du? Ja, so ist es, so ist es. Aber guck dir die anderen an. Ich bin alle weg. Was? Ach, was soll daraus werden? Ja, nichts. Das ist kein Familienunternehmen mehr. Nee, hier wird geschlagen und hier droht und alles. Hier wird nichts mehr. Das ist doch keine, das ist keine Familie mehr für mich. Ja, kann man so sagen. Wir könnten noch mal Fahrten haben, ne? Warte, Werteleitstelle. Ach, Lami, dann nehme ich die mal kurz. Dann nimm sie mal, wenn der Lami auf der Toilette ist. Warte. Was? Ich sag, guck mal mit Lederhose an. Stimmt man, dass man in Lederhosen reinpissen muss? Nee, war das nicht in Gauberschuhe? Ja, oder so. Herr Strine, muss man in Gauberschuhe reinpinkeln? Naja, ganz früher so, hat man ne? das gemacht, ja, weil da war einfach in dem Urin noch ein bestimmtes Zeug mit drin, was dann da dieses alte, gegerbte Leder, heute wird es ein bisschen anders bearbeitet, ja, aber damals war es gar nicht so schlecht, ein bisschen den Urin da reinzuknallen. Heute reicht einfach auch ein bisschen Wasser. Ach, schön. Geht denn auch für Hosen? Die Hose hier ist ein Erbstück, da wurde schon vor, na, ich glaube, 135 Jahren reingepinkelt, damit die passte. Ja, dann sieht man, dass die alt ist. Ich bin dritte Generation in der Hose. Ja, ist doch irgendwo widerlich. Nein, das ist traditionswürdig.
Da hat schon dein Großvater reingeschießen. Nein, gepinkelt hat er da. Weißt also du sie nicht? Als er sie das erste Mal angezogen. Bist du dir sicher? Ja, sehr sicher sogar. Vielleicht war er inkontinent auch im Damausgang hinten. Nee, dann hat er die Hose vorher schon weiter vererbt. Keine Sorge. Also. Ja. Das ist ja mal eine Geschichte. Das ist ja ein Erbstück. Und da geht's nur um die Hose, wenn du die anderen Geschichten hörst, Harald. Ja. Was meinst du denn, die Schlüpper? Nee, der nicht. Aber schau mal. Weißt du, was einen echten Stetson ausmacht, Harald? Nee. Ein echter Stetson ist ja ein vernünftiger Cowboy-Hut, ja? Ja. Ein echter Stetson? Oh. Wow! Ja klar. Meine Güte. Sportlich. Ja, mit einer Cowboy-Buchse geht das ganz gut, ja? Das stimmt. Okay, pass auf. Ein echter Stetson, ja? Yeah. Ist handgearbeitet und ist ja. Dort ist die Unterhaut eines Biberfells eingearbeitet. Per Handarbeit. Das sorgt für eine außerordentliche Resilienz gegenüber äußeren Einflüssen. Nässe, Dreck und so weiter. Ja. Was soll ich nicht, Herr Skinner? Naja, kurz und knackig. Und der Hut, der haben sie auch so einen Biberarschstein operiert, oder wie? Nee. Den Biberarsch hat man da nicht hergenommen. Sonst wär's kein Stetson. Was wär's denn? Ein Leckmichhut. Oh. Leckmichhut? Das ist ein Scherz gewesen, nein. Jetzt geh doch nur ein bisschen frecher. Aber das Gesicht fand ich gerade toll. Ja, ja. Können Sie den Witz nochmal erklären? Ich habe gar nichts verstanden. Ich auch nicht, Herr Schiene. Was soll das denn bedeuten überhaupt? Naja, wir haben angefangen mit einem Biberarsch. Das war ich, Herr Schiene, das war ich. Ja, dann warst du der Initiator. Sie haben einen Biberarsch auf dem Kopf, Herr Schiene, Sie spinnen ja wohl. Nein, da ist die Unterhaut eines Biberfells eingearbeitet. Ja, aber im Arsch ist auch fair. Das ist ja ein echter Stetson, das andere ist halt eine billige Nachmache. Also wer da jemanden Biberarsch einarbeiten würde, das sind doch diese Mützen, die man in den ganz kalten Regionen da trägt, irgendwo so. Ganz weit da drüben, keine Ahnung, wo das hier. Da hängt doch immer so ein Schwänzchen rum. Tragen die nicht Biberärsche? Das kann sein. Ja, ich glaube, das waren die. Keine Ahnung. Aber auch, ja. Schöner Stetson. Wunderbar. Ja. Herr Schiene. Ja. Da bin ich stolz auf Sie. Hm? Und ich bin stolz auf Sie. Warum? Was gibt es eigentlich für einen Grund für diese Leuchtearmbänder? Ja, die ist einfach... Erkennungszeichen? Nee, das habe ich geschenkt bekommen und ist für mich eine Signalfarbe. Ich bin ein alter Mann, wenn ich über die Straße gehe, müssen die mich sehen, die Leute. Ja. Ist das so? Ja, sicher. Und dann darum habe ich das an, ne? Ich die das nicht sogar geschenkt? Das ist ja meins. Ja, hast du mir geschenkt, Opa. Wunderbar. Wo ist er denn nochmal? Aus deinem Regal. So. Ja, nee, sag bloß, weißt du? Ich glaube, das war vom Unicorn, ne? Ja, weiß ich nicht, Bruder. Wie geht's euch denn allgemein? Ja, beschießt und jetzt geh, ne? Warum? Nee, gut, ne? Keine Streitigkeiten, alles gut, wie immer, ne? Okay. Und das Geschäft ist, das läuft momentan auch, okay? Naja, ist okay, ist okay. Wir sind bald insolvent, ne? Ja, das hoffe ich doch nicht. Hat gerade ein Taxi und ich denke nicht, dass Alice Taxi insolvent wird. Kein Geld mehr vorstellen. Nicht. Was hast du gesagt? Meine Eier. Also. Warte mal, ich habe nichts verstanden. Dein scheiß Auto. Was ist mit meinem Auto? Ich habe nichts verstanden. Scheiß orange, das Auto von der Zendi. Was ist damit? Das ist ein Scherz. Nein! Wir haben Notfall! Wir haben Notfall! Herr Skinner, wir haben Notfall! Herr Skinner, steigen Sie ein! Super! Harald, wenn es da wieder brennt, dann hau ich dir jetzt auf. Wenn ich meine Karre zum Flughafen. Bin ich meine Karre zum fünften Mal in die Scheiße geflogen? Auf die Fresse. Was ist denn jetzt? Es brennt jeden Tag.
Also, ich habe Skinner umgedreht. Mein Auto wird doch wieder explodiert wahrscheinlich. Harald, wenn es da wirklich brennt. Ich hoffe natürlich auch. Ach du Scheiße, gut. Harald, der brennt. Harald. Ja gut, jetzt mit dem. Ah, das ist doch alles okay. Ja, was ist mit in meinem Roller? Harald, das ist ein Scherz. Oh, nee. Nein. Achtung, das fünfte Mal im Monat. Alter, du packst die Rolle heute weg. Was soll ich denn dafür? Also Harald, den hast du wirklich verdient. Hallo? Hör auf! Aufhören! Stopp! Oder einer Feuerwehr jetzt! Feuerwehr! Hast du die Feuerwehr angerufen? Hol die doch! Nee, ich hab... Echt nicht? Weil ihr spinnt ja wohl, das bringt ab hier! Was ist die Nummer von Feuerwehr? 916. 916? Ja, aber kannst du auch 911 anrufen. Nee. Dann ruft die Polizei. Nicht erreichbar. Dann ruft die Polizei. Ruf MD an. Ja, ich rufe MD. So, jetzt ist aber... Jetzt brennt die Bude. Ja, was mache ich denn, wenn sie hier brennt und alles und die nicht erreichbar sind und so? Hier brennen zwei Autos und zwei Roller. Und ein Taxi. Scheiß Dreckscheiße. Ich bin die Frau. Die musst du loswerden auch jetzt. Die Roller. Die Roller. Was wie viel? Ist das mein Roller? Ja, sicher. Nee, das ist nicht mein. Natürlich ist da deiner auch dabei, oder? Was ist denn die Karre da hinten? Aber wem gehören die denn? Das brennt. Scheiße, was ist das denn? Aber das ist doch deiner. Dann verstehe ich nicht, warum die hier aber stehen. Aber wo ist meiner? Meiner ist weg. Scheiße, warum ist immer mein... Die haben ja wieder Sachen verbaut. Wahrscheinlich wieder ein falsches Kabel. Ja, aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Nein. Es brennt nur, wenn wir weg sind. So. Lilly hat es angezündet, glaube ich. So. Ukulele? Ja, die sind auf der Weg. Ukulele, wir haben gerade einen ganz anderen Verdacht. Wer da wäre? Hast du vielleicht was mit dem Brand zu tun? Ach komm, das ist mir jetzt zu dumm. Oh ja, rot ist sie ja auch, ne? Und dort hat sie vielleicht nicht. Du nigger Idee, komm. Scheiße. Ah, die Roller müssen weg, die müssen weg. Die Roller müssen weg. Guck mal, mein schöner Wagen jetzt. Die fühlen sich doch verarscht vom FD, oder? Ja, auch von der Versicherung. Also kommt das FD jetzt oder hat die Ukulele jetzt mit Pascal telefoniert? Oder die Polizei. Na gut, ich habe das jetzt aufgelegt, weil ich dachte, Ukulele telefoniert mit jemandem. Wo geht mir das auf den Sack? Es ist ja, jeden das Tag ist so, wieder da kannst du nicht auf den Sack gehen, sonst hättest du den Roller da mal weggestellt. Ach, jetzt bin ich leibisch. Wir sagten, dass das mein Roller war. Vielleicht war es auch der hier. Ja gut, ein Roller weniger ist schon mal besser. Nicht mehr. Wenigstens die andere Straßenseite. Das wäre schon mal ein Anfang. Hast du die Versicherung jetzt gelernt für mich? Ja. Ich hab gar nichts dann kommt jetzt kein FD, ich hab einen Feuerlöscher. Ja, dann löscht er. Ja, das ist doch klar, das ist doch klar. Das ist doch klar, wie klug. Wir können das Ding noch retten. Hör auf. Geh da rein. Hier. Hallo, Master Wade. In Ari, oh, ist der Feuer? Da ist er, ich hab ihn. Hol ihn, Ari. Hol ihn. Ja, Paloma. Ja, das bringt es auch selber zu löschen, Ari. Ja, ja. Ja, ein bisschen, ich bin Feuerwehrmann. Der Safety kommt du den Feuerlöscher weg. Nee, dafür ist er da.
Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Juffe! Harry, du machst das gut, mach weiter. Du läufst gut, super da. Super. Ja. Jetzt hör auf. Ist leer. Ist das in CO2 ist oder leer. Ist er gestartet mit so einem kleinen Schuss, weißt du? Ja. Dann warst du im Knast. Ja. Dann hab ich Geld von einem Fahrgast bekommen. Ja, kann er nur gucken ja, oder kann er lösen? Das war ja, cool, muss schon erstmal die Lage cool. checken, weißt du? Dann, ja, wie schaut's aus? Hab ich überweist. Was sagen Sie? Ich höre es wieder. Blöd noch ein bisschen. Okay, ja. Der Roller. Was sagen Sie? Ich höre sie kaum. Dann sind wir zum Genki gefahren. Der Roller oder die ja, anderen Geschichten? Ja, zwei Roller und zwei Autos. Scheine. Ja, ja, aber es zwei. Sind die... Zwei ja, Roller. Ja. Roller. Beine. Ich schau mal schnell, ich schau mal schnell. Das waren zwei. Löschen bitte, löschen. Ja, bitte, ja, löschen ja. Sie mal. Löschen. Na klar. Ach da, ja, mach da. Mach da eben was. Ich tu den Feuerlöscher weg, das leer. Ja. Ja, die Feuer-Action ist auch wieder da, ne? Ah. Schön. Dann haben wir heute wieder alles gehabt, ne? Hoppa. So eine Scheiße. Ja, schön, schön, schön. Klasse, toll, lieber toll. Warum denn Ewald jetzt? Echt schon um den Ewald. Ehrlich, Taxi, wir essen Kinder. Was tut der? Achso, ja, was wollen Sie ihn? Ich brauche eine Abholung bei die MD. Ja, eine Person. Okay. Ja, wie es gleich ist. Nur eine Persona. Ja. Bis gleich. Sei die Guten, ich reicht mir. So, war das Tina Turner? Wir machen eine Entspannungsfahrt. Ja, aber der Solar. Gut, ich glaube, ich gehe aufs Dach und schaue mir die Explosion an. Können Sie das danach der Versicherung melden? Machen Sie das? Aber ich bin diejenige mit dem Aggressionsproblem. Ja, Feuerwehrmann. Ja? Ja? Was, ja? Machen Sie das an die Versicherung? Ja. Danke. Ja, du mach ich weg, bitte. Scheiter, ja, Scheiter. Am Löschen ist er noch gerade, Scheiter, ja. Jetzt mal ganz im Ernst, ich habe ein kleines Anliegen. Ne? Ja, ich habe ein kleines Anliegen. Wie viele Personen haben wir denn jetzt eigentlich? Eine. So, also, was ist das Anliegen? Die Elva ist sehr traurig, ne? Das war wohl jetzt nicht ihr Traumgeburtstag. Wir haben gestern aber ihr besten Geburtstag gemacht. Naja, da wurde geschossen. Ja, in der Nacht haben wir reingeschaut. Und da ist er noch mit dem Knast gekommen. Was machen wir denn jetzt? Wir können den Geburtstag nicht wiederholen. Ja, dann warten wir bis zum nächsten Jahr. Na gut. Das ist eine Idee. Aber dann natürlich. Ist eine gute Idee, ja. Dann kann der nächstes Jahr dann nur besser werden, ne? Ich denke hier gleich einen $200-Steak. Ja, vielleicht schenken wir ja nochmal was. Als dem Ava gesagt hat, das eine, was du hier gegessen hast, hat $600 gekostet. Ja. Vielleicht schenken wir einfach noch mal was. Jetzt haben wir ihr schenken, in Auto. Ich weiß es nicht. Ja, wollen wir ein Auto schenken? Ich habe doch keine Kohle. Ach, du bist doch reich, Harry. Ach, ich habe nur 20 Tacken auf dem Konto. Ja. Du könntest dir alleine ein Auto kaufen. Ja, sicher. Das ja, will dann ich auch. Doch mal. Oh nein! Nein! Ein Auto wäre aber eine gute Idee. Yeah, können wir rollen, weißt du? Komm, Arifa. Hallo. Wenn man noch was Bougie. Miss Bougie. We rollen. Melanoma Street. Wie geht's Ihnen? Hatten Sie einen schönen Tag? Nur mein Tag war scheiße. Erzählen Sie von Ihrem Tag.
Moschee wurde beleidigt und ach du Scheiße. Moschee, und dann wurde ich wieder beleidigt, ich wurde verprügelt. Ach, warum das? Wie kann man denn so eine wunderschöne Frau beleidigen? Das stimmt. Das frage ich mir auch manchmal. Ja. Als was, wenn ich fragen darf, als was wurden sie denn beleidigt? Ich wurde erst als Tina Turner beleidigt und dann wurde ich einfach verprügelt von jemand anderem. Ach du Scheiße. Oh je, oh je. Kein guter Tag. Nein. No, kein guter Tag. Aber ist das eine Beleidigung, Tina Turner zu sein? Ich meine, ist ja eigentlich was Schönes, oder? Was? Finden sie nicht? Hast du sie jetzt also beleidigt? Ich wäre gerne. Nee, das war, sollte keine Gott, Beleidigung sein, wieder, ne? Ich wäre gerne Tina Turner, ne? Sie wollen Tina Turner sein. Ja, also stellen Sie sich mal vor, ich würde abgehen, ne? And we rolling. Oh, stellen Sie sich das mal vor, ne? Mhm. Und ich würde als Kampfmaschine auf der Bühne stehen, ne? Du, das würde ich mir gar nicht vorstellen, Christus. Ah, toll, ne? Und dann so voluminöses Haar, wie Sie es haben, ne? Ne, wie Sie es haben. Aber das jetzt nicht mit Tina Turner vergleichen, keine Angst. Ich hoffe nicht, hey? Nee. Aber die Haare sind schon angelehnt. Die Haare sind schon angelehnt. Naja, aber. Naja, irgendwie, ja. Das ist meine Naturhaar, hey? Das ist einfach eine Afro, hey? Ja, aber das ist wunderschön, hat die Natürner auch. Mein Mirta. Oh, sieh. Stopp, Harald, halt an. Wie? Was? Ich hab Pascal gedroht, ihn zu kündigen. Melanoma Street. Nee, das ist noch eine weiter. Definitiv eine weiterfahren. Noch eine weiter, dann muss ich kurz warten hier. So. Jetzt hat Ukulele gesagt, ich habe Pascal gedroht, ihn zu kündigen. Ich kann nicht sorry. Mehr. Hier rechts. Oh, die, ist hier rechts, ne? Ja, hier. Warte, was bekommt ihr? Alles geht auf uns heute mal. Oh, ja, heute geht es auf uns, ne? Heute ist dann der Grasparty. Das geht auf uns, ne? Nicht, dass sie noch einen schlechten Tag haben. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss, Dina. Döner. Harald, ich habe jetzt Stress mit Pascal. Die behaupten, ich hätte gesagt, ich kündige die. Die Ukulele hat gesagt, die behauptet, ich kündige. Also. Hallo? Können wir jetzt reden ohne Anschuldigungen? Idee? Ich verstehe nichts mehr. Ich habe das hier nicht hinterher gerufen. Aber was ich auch ein bisschen schade finde, dass Pascal nicht mit mir direkt reden kann, so. Also ich habe das gesagt, ja, aber ich habe das zu dir gesagt und nicht zu Pascal. Warum sollte ich Pascal kündigen? War an der Jingzung vorbei, Harry? Sonst das? Ja. Danke. Okay. Boah, was zu essen? Ah, nee, ich hab, sind ja eher das zu stimmt Zentine. So nicht. Das sind, nein. Ist ja auch weit. Das stimmt so nicht. Es kann sein, dass ich mit Harry darüber geredet habe, dich zu kündigen, aber es ging nie um Pascal. Aber das verstehe ich nicht. Aber warum redet er denn nicht mit mir? So entstehen Gerüchte. Ich hab von mir auch eine Angst, da muss ich raus. Du bist der Beste, weißt du. Jetzt hab ich auch nur vom Messe. Ich bin der Beste. Männer sind all the best. Wunderbar. Fick dich. Oder wie ging das andere noch? Immer ja, die hat gesagt, tschüss, du kleine Pissnelke. Herr Officer, ich werde die jetzt kündigen. Ich werde die jetzt kündigen, ob Sie es glauben oder nicht. Was meinst du denn noch? Von Eros Ramazzotti hier. Ach so, Stazioni, bitte bau die Party. Ja, hört ihr mir überhaupt noch zu? Ach Mann. Was ist die Ukulele hat aufgelegt und hat gesagt, tschüss, du kleine Pissnelke. Ja, der hat wieder angefangen. Ich muss die kündigen. Ich muss die wirklich kündigen. Vielleicht sollten Sie einfach mal, dass sie eine Woche kein Taxi fahren darf. Ich muss die kündigen. Kündige die doch und sag nicht so viel. Ja, aber du hast Herr Feuerwehr, ich muss die kündigen. Wir müssen sie kündigen jetzt auch.
Okay, ich muss es tun. Ja. Kriegt man von euch die Ausweise schon? Ja, sicher. Na, sicher. Ja, natürlich. Also von mir nicht, aber von den anderen gerne, ja. Haben Sie hier einen Blick? Ich schreibe schnell. Ach, den wollten Sie gar nicht haben, ne? Doch schon, ich brauche die ja zum Abgleich. Hey. Bin der Besitzer von dem Roller und dem den Fahrzeug. Den Taxi-Ausweis, ne? Wollten Sie ja nicht, ne? Kriegen Sie hier Personal- der Ecker? Ja. Okay. Eckert. Eckert, genau. Richtig. Sie sind der Besitzer von? Von dem orangenen Stallion und einem Roller. Ist das dein Roller? Das ist doch nicht dein Roller. Dieser Roller. Ist das nicht ein roter Roller gewesen? Nee, nee. Das sieht man doch nicht mehr. Der Ecker Harald. Okay. Eckert. Ja, auf dem Auto steht Ecker. Ach so, ja. Nee, ach, das ist ich machen, ne? So, dann habe ich einen Jonathan. Ja. Das bin ich, ja. Jonathan. Jonathan. Der ist für die Donne. Erlsen, okay. Ja. Jonathan Erlsen. Hm. Oh, Sie sind der Kurzium? Okay. Ja. Jo. Haben Sie ein Geburtsdatum für mich? Ich bitte. Nein, 20. Von Herrn Erlsen. Ja, ach das so, bin ich. Ist er doch. Ach so, sorry. Das ist er, ja. Ich bin doch Jonathan, ne? Okay, alles klar. Ja, 20:64, ne? Jonathan, ja. Herrn Eckert und Herrn Jonas, alles klar. Sie haben das vorher noch bekämpft, mehr oder weniger, gell? Ja, Das mit der Versicherung, das müssten Sie abklären, sage ich jetzt einmal. Wir können es nur gern melden. Ja, tut mir leid. Wir schauen, dass wir die Fahrzeuge jetzt im Prinzip von der Straße bringen, zumindest so, dass sie gesichert sind. Mhm. Und dann schauen wir mal. Mhm. Ja? Sie bleiben bitte noch da und zur Verfügung. Ja, wir sind hier. Ja, ne? Machen wir. Okay. Alles wir würden klar. Nur kurz reingehen und so zu essen holen, ne? Und ja, alles klar. Sie kommen bitte wieder raus. Ja, natürlich kommen wir wieder raus, ne? Ach, können die das nicht machen, die Affen? Jonathan. Jonathan Haroldsson. Und einmal war es auch Jonathan. hat alle Vokale durch, weißt du? Jonathan. Jonathan, weißt du? Jonathan nicht. Jonathan fehlt noch. Weißt du? Das kann doch nicht wahr sein. Jonathan Dong. So. Ich kann nicht mehr. Hier ist ja gar nichts mehr drin. Aber wie Ernst das auch gesagt hat, ne? Wo ist denn der Haroldsson? Da ist er nicht. Soll ich dir was geben? Hört mir nicht. Hier. Ich kann nicht mehr, Harry. Das Leben, Weihnachtsblitzchen! Vor letztem Jahr. Die sind aber was hart. Ja, die sind hart wie ich. Weißt du? Also, die werden jetzt nicht mit der Versicherung machen, richtig? Anscheinend. Können die dann nicht auf den Schrottplatz stellen? Letztens haben sie es immer. Jonathan. Ja, Eckert. Okay, also das ist auch okay, aber das Taxi müsste weg. Okay. Ja. Können wir mal schauen? Schauen wir mal, echt? Schieben. Hier, wenn du sagst, geh von deiner Seite aus. Bist du sicher? Dann mal los, ihr starken Minas, ne? Ach, Harry, den bauen wir doch wieder aus, weißt du? Nehmen wir den Hammer, ne? Also, bisschen klar Lack. Da sind ein paar Kratzer drin, ne? Das kriegen aber wir mein Roller hin. Auch. Mein Rad ist weg. Ja. Nee, das geht schon, ne? Wir sind doch vom Fach, weißt du? Scheiße. Da. Ist das überhaupt deiner? Das ist gar nicht dein. Doch. Hatte deiner nicht ein bisschen Leder? Meiner ist beige. Nee. Langsam. Alle schieben oder? Ja. Das klappt ja doll. Kann einmal schieben, Black auf, ist ein bisschen schwer. Er streng dich mal an, da hinten. Sollen wir ihnen helfen? Oh. Kriegen sie Schienen? Aber wir helfen ihnen doch jetzt. Super. Also. Weiter. Kollege, das Hütchen. Betty, Kukesche, danke schön. Einfach ein Gebel kriegen von der Höhe, da müsst ihr immer das Hütchen wegnehmen. Hallöchen, Leute. Ja. Moinsen. Vielen lieben Dank von Wade. Wir lassen uns alleine, das ist der Wahnsinn. Geben wir schon mal Gas, ich. Schon, oder? Ich komm zum Essen. Vielen lieben Dank. Dafür den wunderbaren Streamchen, ne? ja.
Haben wir was gleich? Nee, lieben Damen, Küsschen. Wo schieben die da denn hin? Ja, wollen die da auch irgendwo hin mit, oder? Aber jetzt haben wir gleich draußen. Ja, sicher, hey. Gleich haben sie. Verstehen Sie da? Da ist was draußen, weißt du? Oh Mann. Super, mein Gott. Ja. Das sieht Helft man doch. Mal mit. Ach, haben Sie den Arsch offen? Ich bin 62. Kollegen. Ja, Kollegen, los. Ja, was machen Sie denn da? Ja, ich krieg das besser hin, auf jeden Fall. Okay, dann schauen wir. Schieben wir mit. Ja. Seid doch gerade einen Spaß hier mit mir am machen. Bitte. Du bist Tina Turner? Ja, Wahnsinn. Sie sind schon 2 Zentimeter weit gekommen in 10 Minuten. Super. Naja, wenn einer ja, danke würde. Fürs Appay, ne? Aber ich hatte während dem Schlag... Hat es mein Telekom zerstört? Nee. Ich glaube, da haben wir keine Chance. Da war die Leitung tot dann plötzlich. Ach, ja. Ich sag wow. Ihnen, ne? Harry, komm, ja, ich jetzt mal Mannbauer, ne? Ja, was ich zeig, ja, ich zeig Ihnen mal, was ein 62-Jähriger noch kann im Auto. So. Ja, warte, super. So sehen Sie, wie ich das mache. Ach so, ja, das war dann. Das guck war doch mal hier, guck doch mal. Ja, so wird's aber nicht leichter, gell? Check. Ja, ich wiege über 100. Vielleicht sollten wir die Bremse raus. Ja, so ist es, so ist es. Ist die Handbremse drin? Schauen Sie mal, ob Sie es aufmachen können. Ja, setz dich mal rein hier. Neutral machen, N. N. N, weißt du, wofür N steht? Neutral. Ja. Ja. Habe ich gerade gesagt, ja. Also, oh, die Handbremse war drin, ja, ja. Ich mach sie mal raus. Sie müssen noch schieben, ne? Ja. Ich schieben sie mal an. So, jetzt aber. Hier hinten drin. Hä? Ne, schaut. Okay, jetzt passiert doch was. So. Nee. Herr Officer, geben Sie mal Gas. Yeah. Und das jetzt noch zur Abendstunde. Oh, jetzt schieben wir den noch schnell weg. Dankeschön für die Follows. Ne? Entschuldigung, Telefon. Ja, können wir vergehen. Oh, ihr Paloma, jetzt kommt der Rallye. Nee, passiert nichts. Ich glaube, das müssen wir abbrechen, das Ganze. Ja, das ist doch falsch. Nee, jetzt schiebt doch, Ich komme, ich komme. Ja, Paloma, jetzt hier! Ich will mal uns halt so gerne noch können. So. Jeppa. Rechts rüber, rechts rüber. Ich schiebe nach rechts, ne? Oh, das wird aber anfangen. Ja, rechts rüber. Ich kann nicht mehr, helfen Sie doch. Toll machen Sie das. Ja, Feuerwehrmann, toll machen Sie das. Ja, super, packen Sie an jetzt. Wunderbar. Wunderbar! Okay. Ich kann das hier. Die Arme sind stärker. Ja, sicher. So, hier, über den Bordstein noch ein bisschen. Ja, das reicht so, das passt das reicht, das reicht. Ja, das passt so. Holt sie dann mal ein bisschen an und dann passt es. So, Handbremse mal. Bitte die Handbremse wieder reinmachen? Ja, mach sie jetzt rein, bitte, ne? So, super, die ist an. Sehr gut. So, komm her. Das war es jetzt auch, ne? Oder Paloma. So, wem gehört das Taxi? Das gehört uns. Ja, okay, uns alles klar. Da müssen Sie sich da selber bitte drum kümmern, ne? Um Reparaturen, so um Kranversicherung, das klären Sie dann, ne? Ja, wunderbar. Na gut. Dann mache ich noch die Motorhaube bei dem anderen zu. Bei beiden sind Batterien abgeklemmt, gell? Nur zur Info. Oh, super. Mhm. Ja. Ich habe geschaut, gut. Wärmebildkamera technisch ist nichts mehr zu sehen, also die sind safe normalerweise. Die ist satt. Da müssen Sie noch mal da drin leben. Ja. Temperatur, da nehmen Sie doch ein Thermometer. Ja, ja, aber nicht zum Fernemessen. Nee. Mach den vorne Schnitt zu. Wunderbar. Ein Pferdemessen? Ist noch ein Pferd drin im Motor. Deswegen heißt es doch Pferdestärke. Ja. Boah, sogar 300 davon. Haben Sie noch ein Autoschlüssel, das Kennzeichen für mich? Für den, von dem hier? Ja, sicher. Sekunde. So. Das wäre, schreiben Sie mit. Ja. P. Peter? Ja. Urin? Ja. Also zweimal. 6. Trutan. Trutan? Okay, ja. Also. Bute, Uniform, 6 Tango. Korrekt? Wunderbar. Hast du gerade Bute zu mir gesagt? Was? So. Wie bitte? Lass, was? Ey. So, machen wir zu. Was für ein Fass? Ja. Sollen wir den noch wegschieben oder? Ja, wir schieben ihn jetzt noch weg. Wir haben, waren noch so gut dabei. Einen Augenblick, warten Sie, warten Sie. Sei, sagen Sie doch mal. Ich muss die Keile nehmen. Ja, nehmen Sie doch die Keile. So. Dann. So. Hoppa, ich brauche Hilfe. Nee, allein kriege ich jetzt schon nicht. Nee, das möchte ich auch nicht. Ja, aber das, nicht das, das kriegen, nee, das kriegen wir nicht. Harry, das hat doch keine. So, was ist denn jetzt? Nee. Okay. Harry, das kriegen wir doch nicht geschoben auf eine Felge, weißt du? Ja, dann wir kriegen das alle drauf. Gemeinsam hin. Da kann man eine anpacken. Komm, hoppa, komm, hoppa. Ja, gut. So.
Ja. Okay. Super. Alles klar. Oh, guck mal weg. Das wird schwierig. Sie müssen auch mal jetzt loslegen, der. Ja. Also da erinnert ihr mich ja immer. Das klappt ja wie eine Ends. Aber ich glaube, den lassen wir da stehen. Den lassen wir, glaube ich, hier so stehen. Lassen wir stehen, lieber. Der steht wie eine Eins. Okay. Ja, das passt. Oh mein Gott, lassen Sie es stehen. Jeder hat einen Scheinwerfer, ein Fahrzeug. So easy. Kann es sehen, alles gut. Lenkrad hat ja auch jeder. Kann auch umlenken. So und dann auch die Hütchen stehen lassen, ne? Hütchen stehen lassen? Eine Absperrung. Ne, leider nichts. Aber das, ach, alles gut, machen Sie sich ja keinen Stress. Gott, wenn Sie jetzt hier parken würden an der Seite, würde es genauso sein. Alles gut. Mein Gott. Ja. Gut, dann danke ich Ihnen. Okay, dann haben wir schon, ja. Also Feuer ist auf jeden Fall gelöscht. Also. Keine Glutnester mehr vorhanden. Kann jetzt nichts mehr passieren, oder was? Nein. Nein, ich habe bei beiden die Batterien abgeklemmt. Ach, also das war Batterie. Bei dem was ist, wenn eine Batterie brennt? Die habe ich ja schon gelöscht bei dem vorderen. Also. Die ist komplett abgekühlt und abgeklemmt. Abgekühlt, also passiert nichts mehr. Okay, ja, okay. Da passiert nichts mehr. Super. Das Auto kann man noch, das kann man wieder hinbiegen. Oh, die Versicherung bekommt das hin. Genau. Okay. Sonst gibt es mir neu. Also schlimm sieht es ja auch nicht aus, ne? Nö, es ist irreparabel. Eben. Nö, das sieht auch. Okay. Kann ich gelegen? Oh, verdammt. Kann ich von euch schnell die Nummer haben? Bisschen Asche, ne? Das polierst du wieder weg. Also, ich würde an deine Stelle einfach einen Schrottplatz geben, weißt du? Auch immer, das macht die Versicherung für mich. Die Stimme brauche ich nochmal ganz kurz vom Chef. Ich brauche was zu trinken nachher. So ja, was willst du noch? Weil ich bin kein Automat. So, warte. Ich könnte ja auch bezahlen, weißt du? Klingt komisch. Ich möchte aber nicht. Wer frei einen Dollar in eine Ritze? Haben Sie Handvoll, deswegen. Nein. Wow! So, gleich ist aber gut. Auch wieder Bitzeit. Ja, bald ist, ne? Was hat Jonathan erzählt? Was hab ich erzählt? Ach so. Ja, boah, ist ein wilder Tag. Ja, na, Wiling. Mach keine Fahrten, ne? Wie ich das so sehe, Opa. Anscheinend, ne. Aber das, das Ding habe ich auch vor der Bude. Scheiße. Wo ist denn eigentlich Eva Lindwood? Wollte gerade eben aufs Dach, ne? Scheiße. Und Mama. Ach, schön. Wie alle an einem Strand ziehen, was? Wo ist denn eigentlich, wo ist eigentlich mein Auto, Harry? Welches meinst du? Mein Auto. Das Rote. Mein Rotes, ja. Oh, gute Frage. Eva! Hallöchen! Was machst du denn hier bei Natascha Strahl? Fühlst du dich etwas besser? Ja, mir geht's super. Hattest du ein schöner Geburtstag? Harald, bitte sei leise. Nicht gut. Wieso ruft mich jetzt Lami an? Hallo Lami! Ja, also Kuleli wollte ans Tor fahren, sie hat aber... Ja, die sind einfach alle spontan von alleine, weißt du? Kommt auch die Müdigkeit reingekickt. Ja, bitte, tschüss! Eieiei. Ach. Weißt du, aber eins lernt man an so Tagen nie, weil das Familie alles ist. Gut. Nee? Ja. Genau. Was sind das überhaupt für Briefe? Was Briefe, die an Natascha geschrieben wurden. Winkekatze, wie hieß. Wie lange soll der Müll ja eigentlich noch bleiben? Welcher Müll, Harry? Ja, diese Blumen und alles. Harry, ist das schau doch mal bei Donald hin, weißt du, das ist jetzt auch seit über einem Jahr dort. Ja, aber die haben früher Donald war nur eine Lavalampe erstmal, ne? Ja, die steht auch immer noch da. Oh.
Hinter den Blumen. Weißt du, hinter der Vase? Ach, guck doch da, Harry. Ach, toll. Oh, das ist aber eine tolle Lava-Lampe. Ja. Wow. Und bei Fabian Vogel steht auch eine, nur bei Natascha steht noch keine. Ja, Fabian Vogel. Vogel. Der hat wohl einen Vogel. Das ist der erste Alice-Taxi-Tote. Lami und ich waren an seinem Grab und wir haben seinen Geist angefangen in der Lavalampe. Also. Dann haben wir die dahingestellt. Bald werde ich ja auch legen, Harry. Ich auch, Opa. Aber ich werde ein dickes Herz bekommen. Können wir vielleicht ein Partnergrab bekommen? Oh, das wird doch, wenn wir mal sterben, Eva, kannst du das machen für uns? Ja, ich kann bitte eure Grenze zusammenschieben. Ja. Partnergrab. Wir wollen nebeneinander ein Grab. Nebeneinander, ja. Ich kann aus den Grenzen so. Ihr kennt doch dieses Ring-Symbol, ne? Achso, soll ich auf dir liegen? Diese zwei Ringe ineinander, das kann ich mit den Grenzen machen. Ja, zwei Ringe ineinander, das klingt gut. Das ist doch. Gefällt mir. Das ist Spezi. Ich würde auch gerne dann in so einen Ehegrab mit dir, Harry, ne? Ja, warum nicht, ne? So, was steht denn hier? Wir werden dich oder hat sich aber einer Mühe gegeben. Ja. War das ich? Nee, das war ich nicht. Ich habe da auch einen Text geschrieben. Zeig mal, Harald. Ey, meine Träum liegt doch da. Papier da, das weißt du, ne? Mhm. Nimm das doch mal, Harry. Ja, ich. Das weißt du. Natürlich, Luis. Natürlich. Hallo, Natascha, hier ist Opa. Es tut mir leid. Ich hoffe, du bist glücklich, da wo du jetzt bist. War es gut. Wir sitzen. Klasse. Ja, du hast gar nichts geschrieben, Ari. Und ich hab die Rede. Manchmal ist gar nichts besser ich als unten. Ich hab übrigens auch die Rede fertig, aber ne. Ja, wo ist Lami jetzt? Nee. Also fast. Lami! Ja, weißt du, in 3 Tagen ist es soweit. Was ist das denn? Ja, gucken wir mal. Oh, oh. Naja, Dinge passieren. Guten Abend. Ach, guck mal. Da sieht man sich wieder. Ja. Schönes Moped. Danke. Wie geht's denn Ihrer Frau? Ja, da geht's ganz gut. Wir verstehen uns wieder besser. Ist doch schön. Mhm. Und wo sind Sie auf dem Weg wieder zum Erlace? Nee. Nee? Ich bin einfach nur ein bisschen rumgefahren. So, mein neues Bike ein bisschen ausfahren, weißt du? Oh, das ist neu, ne? Das hört sich traurig an. Ich höre mich traurig, ne? Ich bin ein bisschen müde. Na gut. Ja, das bin ich auch, ne? Müde? Ja. Ja, du musst ins Bett. Ja, das habe ich vor jetzt. Ja, so nur. Wissen Sie, mein Auto ist gerade explodiert, von daher. Ich dachte, die Roller haben gebrannt. Ja, nicht nur die Roller. Ja, Alter, aber die Roller haben das bestimmt irgendwie, keine Ahnung. Das passiert gefühlt, ich will nicht sagen täglich, aber. Aber täglich. Oh Mann. Scheiße. Ja. Ja. Ich hoffe, Ihrem Motorrad passiert das nicht, ne? Ja, das hoffe ich auch. Na, siehe. Naja. Ist er denn versichert? Na, siehe. Ja, dann geht's ja. Ja. Na ja, gut, dann ins Bett, wa? Ja, gleichfalls, ne? Jo. Ciao, ciao. Okay. Bis dann. Und wie geht's selber? Ach, da geht's wunderbar. Also Pascal geht's gar nicht gut. Ach, das ist mir egal. Ah, ich habe das Gefühl auch, dass der kündigt. Nee, dann ist mir auch egal. Wer ruft denn jetzt an? Alles Taxi lang. Oh. Alles klar, wie viele Personen ich fragen darf? Eine Fahrt können wir machen, ne? Wie viele? Alles klar, dann bis gleich. Ciao. Eine kleine Fahrt zum Runterkommen. Oh, guck mal. Was denn? Der Brand wurde gelöscht, erfolgreich.
Ja. Oder nicht? Ja. Wohin sollen wir? Können wir nachher die Roller dann abschleppen lassen? Hey. Bei den Rangers. Rangers. Oben im Norden? Ja. Wo war das nochmal? War nicht da hinten? Wie heißt das nochmal? Grapeseed. Grapeseed, ja. Ja. Ah, das wäre noch eine Fahrt, dann ist doch romantisch. Natürlich, das war so eine. Er hat das gewusst, das ist wie so eine Abschlussfahrt, ne? Ja, also Eva geht super, die hat einen tollen Geburtstag. Wunderschön, wunderschön. Da freue ich mich sehr. Von ihr haben wir für einen Patienten ein Zimmer abgehoben. Also, was ist das für eine? Ein ruhiger. Ruhiger, netter. Netter. Lieber. Lieber. Als wie Frau Kuleli, würde ich sagen. Lieber. Hast du das heute gemerkt? Alice Taxi wird auseinanderfallen. Hm. Pascal Ukulele gegen uns. Ja, das gab's doch schon mal, Ami. Das ist alles schon nicht. Natürlich, das ist ein großes Unternehmen. Das kommt immer mal wieder vor. Und Pascal, der hört manchmal nur einer Seite zu. Das finde ich schade. Das verstehe ich auch nicht ganz. Ich hätte ihn anders eingeschätzt. Nun ja. Bin ich sehr enttäuscht. So, fahren wir mal auch die letzte Runde. Was aber heute wollen wir gar nicht verfolgen. Aber was mache ich morgen? Mhm. Schlafen? Okay. Und ja, du? Ja, dann wahrscheinlich auch. Ja. Super klasse, Roger. Bitte, wer war da? Ali. Wie komme ich denn da gleich von mir wieder runter? Ich weiß gar nicht genau, wo du hin musst, ne? Ja, Rinsa oder nicht? Ja, aber die sind doch da bei diesem Fischer dort. Ja, glaube ich ja, ne? Wo dieses Fischernetz war, also. Was nichts war, ne? Ja, ja. Oder nichts war, ne? Ja. Fischernetz. Nichts. Ja, Fischernetz. Oh. Oh. Ich wollte gerade irgendwas fragen, aber ich habe es vergessen. So, hier kommen wir doch runter, oder? Oder nächste? Der nächste. Aber ist das nicht? Wo ist das denn nochmal? Ah ja, der nächste kommt jetzt, ja. Da müssen wir. Und. Ich weiß gar nicht mehr, wie man da hinkommt. Ach, da hinten kommt eins. Eins war's. Wie Rapsid steht's doch auf dem Schild. Ja, ja. Aber nicht zu dem alten Standort, ne? Nee, am Fischerdorf. Am Fischernetz, ja. Ich denke, Lust auf den Tauchkurs. Jetzt reicht's mir. Also. Stell dir mal vor, wir müssten jetzt noch einen Tauchkurs machen. Nee. Also. Das geht gar nicht. Ich hätte mal wieder Lust, so, ne? Am besten 15 Uhr. 15 Uhr wären wir doch immer. Was weiß ich noch. Weißt du, wir sind. Herrlich, der Tag, weißt du, und wir tanzen da. Hab ich noch nie mehr gesehen. Ich hab nie getaucht. Ich hab das nie benutzt. Warum machen wir das? Ja, eigentlich, ja, die habe ich auch keine Lust drauf, eigentlich. Nee, habe ich auch nicht. Hoppaloo, sweet. Ja. Warum haben wir den Tauchkurs gemacht? Wir mussten, hat uns das nicht irgendeiner gesagt? Nee, wer denn?
Bin ich wieder an ihm vorbeigefallen? Mir fällt gerade ein, er hat gar nicht Range das gesagt. Kleiner Spaß, eigentlich hat das gesagt, glaube ich. Ich sehe ihn auch nicht. Vielleicht hat er es doch nicht gesagt. Hat er denn da Leute drin? Ja, das ist möglich. Ach, ist das schön. Ich war mal eine Suppe. Was? Ich war mal ein Kochtopf. Ich war mal ein Rasierer. Ich war mal ein Apfelstreine. Hallo! Guten Käsekuchen. Wie geht's Ihnen? Wunderbar, super, wunderbar. Klasse, das freut mich doch. Nee? Wie geht's Ihnen, wenn ich fragen darf? Warte mal, wenn wir nochmal wenden, wenn wir jetzt nochmal wenden, dann hier auch. Ja, dann fahr ich auch, dann fahr ich auch. Da. Wo wollen wir hin? Okay. Kein Problem, wo wollen wir hin, wenn ich fragen darf? Wo fahren wir hin, wenn ich fragen darf? Wo fahren wir hin, wenn ich fragen darf? Wir fahren zur japanischen Pagode. Oh, Pagode! Ah, also da beim Käsekuchen-Torten-Unterbodendorf. Ja. Ach Gottchen, was ist das denn? Wo sind die? Weiß ich auch nicht. Ja, was hatten sie heute verdient? Wie viele Tiere haben sie abgeknallt? Bitte? Ja. Ja. Super. Nee, aber sie hatten einen schönen Dienst hatten. Ja, das war ach so, die Frage. Ja, natürlich. Ich hab's akustisch nicht ganz verstanden. Also, nee, ich bin ja seit neuestem heute hier angestellt. Und naja, aber sie viel Arbeit hatten, ne? Nee, gar nicht. Wir hatten eine Haltung. Super, hört sich gut an. War super. Also man kann sagen, lebend rausgekommen, ne? Ja. Oh. Schön, schön. Und jetzt geht's nach Hause, oder wie? Jetzt geht's nach Hause, wunderbar. Ja. Und bei Ihnen? Hallo, Supi? Naja. Hallo. Na ja. Nicht so viel Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Oh Gott, fangen Sie bloß nicht an. Ja, das kommt auch bald. Jetzt kommt erstmal der Sommer. Das stimmt. Und die blöden Mücken und Bienen. Ach, und die Peter, die Viecher, da soll man fernbleiben. Ja. Wie Ukulele. Ja. Ja, das ist das Schlimmste am Sommer, sind die Viecher. Ja. Ja eben, wenn sie die am Sack rumfummeln da. Ja, ich hasse diese Viecher. Am Sack? Haben sie Sackläuse? Nee, das nie. Am doch. Sack? Ich gehe öfter mal ohne Klamotten baden. Also. Also, ja. Ich hatte noch keine. So. Also ich hatte noch keine Mücken am Sack. Gucken wir mal. Noch keinen kleinen Stich gehabt? Kommt bestimmt noch. Ja, sicher. Ja. Du musst nur lange genug duschen aussehen. Müssen Sie bloß ruhig halten, ruhig und still sitzen, dann kommt da irgendwas. Okay. Sie sind ein guter Typ, das merke ich. Sie sind ein Truter, ja. Sie sind ein Truter. Sind Sie angeschnallt? Na, aber na selbstverständlich. Ich bin offen, ne? Erzählen Sie uns noch eine Geschichte. Ja. Super. Ja. Ja, ich merk schon. Sie haben Humor, das gefällt mir. Ja, natürlich. Natürlich, immer bei Ellis Taxi. Das ist ja wunderbar. Irgendwie muss man noch immer mal. Was ist denn jetzt? Ich hab gar nichts gemacht. Ey, jetzt hab ich so einen kleinen Nachfleisch, das tut mir leid. Ach so. Ja, das ist, wenn Sie vor einer Stunde einen Witz gehört haben. Ne, jetzt kommt er an. So. Jetzt hab ich, jetzt hab ich dann kommt er angeflogen. Hm. Erzähl dir doch mal eine Geschichte, ey. Was wollen Sie denn hören von der Geschichte? Ja, irgendeine. Okay. Haben Sie schon mal von der Katze gehört, die im Fitnesscenter gesagt hat? Die Fitnesscenter nachgefragt hat hier, wenn ich hier richtig trainiere, bekomme ich einen Muskelkater. Die ist cool, die Katze. Da habe ich die überstanden. Ja, die habe ich von der Klasse. Ja. Das war doch ein Witz und keine Geschichte. Ach so. Ja, aber
Es gibt ja eine Geschichte hinter dieser Katze. Und mit der, dem Witz fängt die Geschichte an. Und ja, und die Katze ist verstorben. Die hat zu viel trainiert. Ne? Die war dann wie so ein Spanner, der tot war. Wie so ein Spanner, der tot ist, die ist weg vom Fenster. Du. Die arme Mieze, ne? Hab ich nicht verstanden. Na, wie so ein Spanner, der tot ist, ne? Die ist weg vom Fenster. Ach komm, wir das kennen sie doch. So ein Spanner, ne? Der klotzt durch die. Das ist ja wie die Deutschen, kenn ich das, ne? Das ist ja das gleiche wie die Deutschen hier. Warum hängen die Türen. Die Deutschen die Türen aus, wenn sie aufs Klo gehen? Ja, damit niemand durchs Schnüsselloch guckt. Ah! Genau das gleiche. Ich weiß nicht warum, aber bei ihnen ist das nochmal witzig, ne? Sie können, ja, sie haben eine gute Weise, das rüberzubringen. Ja, sie bringen das gut rüber. Sie können Comedian werden. Ja, ich habe schon überlegt, aber das Schreiben macht mir keinen Spaß. Ja. Und spontan fällt mir das immer gleich alles ein. Scheiße, wo muss ich hin? Wo wollen Sie nochmal hin? Pagode. Das wäre hier vorne nach. Pagode! Japanischen Pagode, oder? Ja, sagen Sie doch einfach das japanische Haus. Ja, oder... Bitte, ich kann nicht. Ach, was muss ich wieder sein? Ach, schade, die Fahrt schon vorbei ist. Ja, einfach Kehrtwende, genau. Hier haben Sie noch einen Witz zum Abschied? Soll ich mal einen schwulen Witz erzählen? Ja, bitte nicht. Los, passen Sie auf. Treffen sich zwei Schwule, bitte nicht. Ja, doch, jetzt so, zeigt der eine so seine Haarbimmelbammel da, ne? Sagt der andere auch... Das ist ja ein hübsches Auto. Ich mach mir auch ein Tattoo auf meinem, ne? Am nächsten Tag kommt er wieder, zeigt er auch sein Ding-Ding-Ding-Dong da. Und dann fragt er inne, ja, warum hast du denn dort einen Traktor? Und der so, na, denkst du, ich fahr mit dem Lamborghini durch die Scheiße? Ja, gut. Was bekommen Sie? Den habe ich überhaupt nicht verstanden. Den habe ich verstanden. Ja. Okay. Ja. Egal, nicht so witzig. Nee, das also geht aufs Haus auch nicht. Ja, das noch geht aufs Haus. Aufs Haus? Oh, das ist ja sehr das freundlich von Ihnen, Mensch. Du steigst einfach aus. Da rufe ich doch mal öfter durch. Ja, ne? Ja, bitte. Die. Fahren Sie vorsichtig, ne? Lachen Sie sich nicht ab. So. Denken Sie an die Lücken. Ja, sicher. Oh, das riecht aber gut hier. Jetzt müssen aber los. Ne? Ja, lassen Sie sich nicht stechen. Oh, komm ja gar nicht raus. Ich bin angeschnallt. Ja. Ah! Süß. Ich bin noch tranguliert hier, Mensch. Was war denn das? Der ist gut drauf. Das ist ein geiler Typ. Gefällt mir, ja. Diesen Lamborghini. Ah, der Lamborghini. Und den muss ich noch, den müssten wir eigentlich einstellen, noch gleich. Ja. Ja, du Moor. Nicht doch. Mann, warum hab ich gelacht eigentlich? Weiß ich nicht. Na, witzig war es halt nicht. Nee, ne? Überhaupt nicht. Sehen Sie mal die Geschichte. Das sagt einfach gar nichts. Halt an. Was ist? Was ist? Ach nee. Was denn? Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Heute haben wir gelacht, heute haben wir gelacht. Warte, ich will noch mal. Was haben wir denn noch nicht hier getestet von den Buttons, oder? Warte mal. Das haben wir noch nicht. Stop it. Get some help. Alles dabei. Und Scheiß. Wait a minute! Who are you? Tja, bei mir auch manchmal. Wunderbar. Wunderbar. Dann warten wir mal ein bisschen. Und dann, ne? Gucken wir mal, was passiert. Ne? Der ist der Geilste, ne? Der falsche Mann ist einfach das Geilste.
Beste Features hier, na klar. Wie ist er denn jetzt? Und seid ihr schon alle müde? Wann müsst ihr denn morgen raus, alle? Es ist doch wieder spät, es ist doch wieder viel zu spät. Eigentlich müssten wir schon alle wieder im Bett sein. Na klar. Weißt du gar nicht, wo der rausgeflogen ist? Super. Da hinten steht er, glaube ich. Na gut, ey. Ja. Herr Stefan Inderschnee. Ja. Sag noch mal das Wort. Na gut, ey. Ach geil. Wunderbar. Boah, das war wieder ein komischer Tag, Larry. Komisch, aber... Von vorne bis hinten. Ja. War sehr kompliziert heute alles. Tja. Ich glaube, die anderen sind auch schon im Bett, ne? Ja, die... sind die nicht mehr offen. Ja doch, vielleicht sind sie noch auf. Paris? Alles gut. Vielleicht sind sie noch auf dem Dach. Hm? Aber ja, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Ich muss mal kurz meine Autos umparken. Ja, okay. Gehst du schlafen? Ja, was willst du jetzt noch machen, ne? Ah, oh, keine Ahnung. So, dann fahren wir jetzt mal heim mit dem Harald E. Ich gehe ins Bett. Schlaft gut, Eva und alle. Gute Nacht, Harald. Tschüss. Tschüss, Harald E. Ich weiß, mein Roller mit. Dann kann er schon mindestens nicht mehr passieren. Ich glaube, wir gehen noch ein Eis essen. Nee. gar nicht zu dir. Kannst du mich mitnehmen? Ja, warte, dann... Aber ich muss Ava noch Tschüss sagen. Du warst gerade bei Ava oben. Wir nehmen das andere Auto, aber das hat ja gerade ein... Schade. Ja, das sieht ja nicht... Sieht nicht gut aus, Ari. James Bond oder Regina? James Bond natürlich. Oh, ja. Ich muss einfach noch Tschüss sagen. Ja, dann ruf sie an. Ich ruf sie an. So. Aber ab nach Hause. Ich muss mich leider entschuldigen. Ich werde gerade nach Hause gefahren. Es war die letzte Chance. Die letzte Chance, ja. Nee, keine Chance. Eine Chance. Ja. Ja, ich überlege mir das noch. Ich denke noch mal über das Gespräch nach, ne? Mach es gut, Ava. Eine gute Nacht. Auf Wiederhören. Ach, Harry. Was soll man das sagen? Das war mal wieder ein Tag, ne? So, spannend, was mit Opa jetzt, also mit dem Dings passiert. Mit, ich geh mal eben auf, du... Ach, nee, oder? Super. Wir können auch nicht zum Bett gehen, ne? Er will uns nicht hier weghaben. Warnblinker an. So. Ach, ist das herrlich, ist das herrlich. Wir müssen, glaube ich, morgen mal Forest weiterspielen. Ich glaube, wir schaffen das morgen sogar zu Ende. Hm?
Wir haben ja schon fast alles. Das würde ich gerne noch abschließen. Das würde ich gerne noch abschließen. Iva. Dann muss ich mal gucken, was ich mit der Telekom mache. Also, dass das 23 Uhr abschmiert, ist eine komische Sache. Das wollen sie mich verarschen. Oh, die Karre ist schon geil, ne? Die ich auch gerne in echt. Oh. Bisschen Brummer. Warten wir mal. Baby, baby. Warte mal, Ivan. Hallo, Harald. Hallo. Ich fahre mit Opa jetzt nach Hause und wir wünschen dir einen tollen Tag nach dem Geburtstag. Ach Mensch, danke schön, euch auch. Nein. Und wir hoffen, dass mit Okuleli und Pascal, dass sich das wieder klärt. Ja, tut es doch immer, weißt du? Ja, ich hoffe, die sind ja beleidigt. Ja, ach, das wird schon. Meinst du? Ja, sicher. Naja, gut. Dann genieße den Rest Überbleibsel von mir, Burzer. Die nicht mehr da ist. Ja, ich weiß, darum sage ich, ja. Achso. Gut. Ja, dann viel Spaß euch beiden. Tschüss. Tschüss. Ja. Warum bist du denn geblieben, Harry? Weiß ich nicht. Ach, mit der Pascal und Harry. Weißt du, Ava hat gerade gesagt? Ja. Zu dem Thema mit Ukulele, weißt du? Ja. Dass Ukulele nichts anderes macht, wie du mit Lami. Bitte? Ich meine, ihr... Weißt du? Das weiß ich das nicht. Dass Ukulele nichts anderes macht wie du mit Lami. Was mache ich denn mit Lami? Ja, ihn auch mal so schlagen und einfach zu. Wann habe ich ihn das letzte Mal geschlagen? Ja, gerade eben. Ja, gut, stimmt. Ja, aber bei Lami ist das ja nochmal was anderes, ne? Weil ehrlich, mich mache es nicht gehässig. Ja, findest du. Aber Ukulele macht es gehässig. Ja. Weißt du? Stehst du jetzt etwa hinter Ukulele? Nein, das habe ich nie gesagt. Nein. Doch, also. Was? Setz mich auf die Couch. Ja. Wir können ja noch was Leckeres knuschern, weißt du? Aha, toll, das war's hier. Na, ich sah der Taxifahrer, so ist grüß dich. Ich hab nichts, ich hab nichts im Kühlschrank, weißt du? Die ist alles. Guck mal, du hast ja deine erste. Wir können ja auch hier TV gucken, oder? Ja, das finde ich gut. Ein Spiel spielen auf meiner Konsole. Oh, was hast du denn hier? Ja. Alles, was spielen man mal so sehen kann. Spielen mal. Mario. Und? Was? Was? Mario. Und Luigi? Ja, Luigi. Mario und okay. Lukas. So. Gut, ja, dann gut von nachts, ja, weißt du? Finze, ja. Hast du ein bisschen fertig mit dem Reden? Ja, was willst du mir noch sagen? Ich verstehe nicht, was du da meintest mit Lami. Ich find's nicht. Ich finde es auch nicht, aber also. Weil Lami und ich verstehen gegenseitig, dass wir Spaß meinen, bei Ukulele nicht. Das ist für mich ein großer Unterschied. Ja, ich finde halt, Ukulele hat nicht die Verbindung, die du mit Lami ja, hast. Ja, das ist es eben. Und Ava hat halt gesagt, also, du musst dir das mal vorstellen, Ukulele ist jetzt auch schon ein halbes Jahr, ne?
Pendula haben eine Idee. Yeah. Aber du hast, also, Kennen ist keine Freundschaft, ne? Nee. Nicht solange sie mich schlägt und beleidigt. Wir müssen dann gucken. Lass uns einfach eine Runde spielen, ne? So ist es. Kopf freikriegen. Was ist eigentlich mit der Nappi-Sache, ne? Ach, da ist nichts aus geworden, irgendwie. Hat, aber der Schweiß hatte ich jetzt auch nicht mehr. Nö, zum Glück nicht. Ist doch die Hauptsache, ne? Ja. Oh, naja. Ukulele schreibt, ne? Ja, dann soll sie mal schreiben, die Xe. Was schreibt sie denn? Sie schreibt, du, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, dann merkst du auch direkt, dass die Maler Latten am Zaun. Ach, ich weiß nicht. Ich finde, die Herzlichkeit ist kaputt gegangen, ja, bei Alice Taxi. Ist weg. Vielleicht sollten wir sie wieder aufbauen. Vielleicht sollten wir es tun. Lass uns spielen, Harry. Lass uns spielen. Lass uns spielen, ne? Gott. Lass uns jetzt spielen, ne? Gut, und spiel an. Und los. So. Ah, ne. So. Boah, ich bin jetzt irgendwie ganz müde heute. Ja, Fussel, auf den Moment hast du gewartet, ne? Super. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Es war wunderbar mit euch wieder. Ein paar kleine Schläge bekommen. Manchmal muss der Don auch mal aufs Maul bekommen, ne? Und, wir sehen uns morgen in einer weiteren Episode. Was weiß ich, was wir machen morgen, ne? So, wer ist denn noch am Streamen? Gucke mal, wen können wir denn reden? Gute Nacht, gute Nacht. Wir reden mal cozy, wir reden mal cozy. So, ich wünsche euch eine wunderbare gute Nacht. Bis morgen, dann gucken wir, was wir uns da so anschauen. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss und alles. Viel Spaß bei Cosi. Sag dir nochmal viele Grüße vom Harald, ne? Wunderbar. Tschüssi. Are you sure about that?